Hallo Freunde, nachdem ich meinen Geburtstag gefeiert habe, kommen jetzt wieder regelmäßig Videos. Heute gibt es mal ein recht simples, aber sehr hilfreiches Video zum Thema den Text an einen Pfad angleichen. Jetzt schreibe ich zum Beispiel Geburtstag, gehe dann auf mein Freihandlinienzeichnen-Werkzeug. Jetzt zeichne ich einen Pfad, der nicht so ganz gerade ist, wie dieser Text. Jetzt wähle ich sowohl Text als auch den Pfad aus, gehe dann hier in meine Textfunktion und dann an Pfad ausrichten. Jetzt sieht man, dass sich manche Buchstaben überschneiden und hier könnte man zum Beispiel den Buchstabenabstand erhöhen. Das geht natürlich nur bis zum Pfadende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.